Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir von einem Händler kaufen können, nachdem wir ein bisschen Currency gefarmt haben. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir gucken uns den Händler an und dann werde ich euch erklären, wie man das Ganze am besten farmt. Wir befinden uns einmal in der Hauptstadt Waldracken und zwar hier vor einem Gebäude auf den Koordinaten 36, 36. Und in diesem Gebäude hinter mir ist ein Händler, beziehungsweise sind mehrere Händler drin, die uns verschiedene Items verkaufen. Quatschen wir mal mit dem ersten hier. Und der verkauft hier einen Haufen Gear-Items, die tatsächlich auch Sets drauf haben, wie ihr seht. Und dafür müssen wir einfach Elementarüberfluss quasi abgeben. Das ist eine Währung. Und wenn wir hier mal ein bisschen durchgehen, gibt es halt alle möglichen Gear-Slot-Items, auch Waffen tatsächlich. Ein paar Pets gibt es für jeweils 1000 und für 2000 gibt es das Mount, das wir uns angucken wollen. Und das haben wir einmal hier den Sturmbalk Salamander. Und den können wir uns jetzt mal kaufen für 2000. Ich bin jetzt schon bei über 3k von der Währung. Und dann schauen wir uns den an und dann erzähle ich euch danach, wo wir uns das Zeug am besten erfarmen können. Also, wir lernen den. Wieder ein schickes Mount mehr. Und dann lernen wir es einmal. Sturmbalk Salamander, da haben wir ihn. So. Da seht ihr dann, so ein Salamander-Mount habt ihr vielleicht, also gut, als Mount jetzt wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen, aber das Grundmodel gibt es ja das eine andere Mal in Flussbetten, ne? Da sieht man die Viecher immer rumlaufen. Hat auf jeden Fall eine interessante Laufanimation, weil die Hinter- und Vorderbeine irgendwie nicht ganz synchron scheinen. Irgendwie sieht es falsch aus, ich weiß auch nicht. Ich kann euch nicht sagen, an was es liegt, aber es sieht falsch aus. Das Mount an sich sieht cool aus, muss ich sagen. Und jetzt gucken wir mal, was das Mount-Special ist. Ah, okay, Classic. Es fängt ein Viech ähnlich wie ich bei den Froschen. Ach nee, es hat keine lange Zunge, sondern es schnappt danach. Interessant. Okay, das war das Mount Special. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ist ganz nett. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wo wir die Marken herkriegen. Und zwar seit der dritten Woche, also mit Season Start, sind ja die quasi Elemental Storms aufgegangen. Und die seht ihr ganz schön, wenn ihr in die Gebiete reinklickt. Auf der Map mit so einem Symbol. Bei diesen Symbolen ist es jetzt so, dass keine neuen Gegner da sind, sondern die alten Gegner, die da eh schon stehen, meistens sind das Elite-Gebiete. Bloß diese Gegner haben dementsprechend einen Buff mit drauf und sind quasi elementar aufgeladen. Ich glaube, die sind einen Ticken stärker dann auch tatsächlich. Und die droppen dann neben anderen Sachen halt auch zusätzlich diese Marken hier. Da gibt es dann auch noch ein paar Pets. Ihr kriegt dann auch tatsächlich noch Quest-Items, die droppen. Mit diesen Quest-Items könnt ihr dann dementsprechend diese Sturmsiegel kriegen, was ich dachte erst, was Eier sind, aber nein, es ist Sturmsiegel. Und die Items, die ihr beim anderen Händler gesehen habt, könnt ihr hier dann noch aufwerten mit diesen Sturmsiegeln. Und dann kriegt ihr noch stärkere Items bis auf 385. Ist für den einen oder anderen Twink sicher bestimmt auch noch eine schöne Sache, um zu gieren. Genau. Aber um diese Essenzen hier zu kriegen, müsst ihr einfach nur die Mobs da in oben hauen. Und jetzt kann ich euch schon mal sagen, diese Events, die switchen immer, die halten 2 Stunden. Dann kommen sie anscheinend an einem anderen Punkt und zwischendurch gibt es auch mal dann 1-2 Stunden, wo quasi keine von diesen Elementarsturmdingern aktiv sind. Das Ding ist, wo ihr die tötet, hat tatsächlich eine gewisse Auswirkung, denn es gibt halt mehrere Spots. Also jetzt hier in der Küste des Erwachens habe ich die bis jetzt hier und hier gesehen. Da sind ganz normale Elite-Gegner, die kann man relativ gut besiegen, kann man auch welche zusammenziehen, ist eigentlich relativ fein. Die Geschichte ist, hier wenn das Siege-Event ist, also wo dann quasi man diese kleine Festung angreift, da kann man das relativ gut mitnehmen. Hier in Taldrassus ist es hier oben bei Tyrs Hold. Da ist es absolut horrible, also da auf keinen Fall farmen. Das ist, da kann man kaum Mobs zusammenziehen und die Mobs sind alle ätzend. Wo man gut farmen kann, ist, wenn es hier oben in Nokut ist. Hier kann man sehr viele Gegner zusammenziehen, die können auch nicht viel. Und der allerbeste Spot ist tatsächlich, wenn hier unten bei diesen Brackenfellhöhle der quasi dieser Sturm ist. Und zwar ist es hier so, dass man dementsprechend sehr, sehr viele Gegner zusammenziehen kann und die wegerehen kann. Ich habe tatsächlich gesehen, dass das nicht nur in 5-Mann-Gruppen geht, sondern man kann das auch mit einer Raid-Gruppe machen. Solange die Mobs alle taggt, könnt ihr die auch tatsächlich alle looten. Ich weiß nicht, ob das von Blizzard so gewollt ist oder ob das ein Bug ist, aber normalerweise, wenn man irgendwas im Outdoor-Content in einer Raid-Gruppe farmt, was jetzt nicht Rares sind, kann die nicht jeder looten und die werden dann grau. Aber hier scheint es zu funktionieren, das kann ich schon mal bestätigen. Und da habe ich mit einer 40-Mann-Gruppe wirklich alles zusammengezogen, da farmt man das Zeug auch sehr schnell. Also das dauert dann nicht so lang. Zusätzlich gibt es da auch noch einige Erfolge. Es gibt nämlich verschiedene von diesen Arkanenstürmen oder Elementarstürme, so rum heißen sie. Da gibt es halt quasi einen von jeder Art, einen quasi Erd, Feuer, dann gibt es einen Froststurm und
noch so ein Windgedönse, ne? Also die gibt es verschiedene Elemente. Die Mobs sind komischerweise halt immer die gleichen, sie haben halt nur einen anderen Buff drauf. Und es gibt halt so ein paar Effekte, ne? Bei Sturm fliegt halt so ein Sturm rum. Und ja, da gibt es dann halt so ein paar kleine Effekte, sonderlich stark sind die nicht. Es spawnen auch noch ein paar Rares für Achievements, die kann man dann auch noch mitnehmen, um ein paar Items zu kriegen. Aber fürs Mount ist eigentlich nur interessant, dass ihr die ganzen Mobs zusammenzieht, weghaut und dann dementsprechend die Currency zusammenfahren. Sobald ihr 2000 habt, könnt ihr das beim Händler kaufen und dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt. Wenn ihr dann noch ein bisschen mehr farmen wollt, könnt ihr euch noch die Ausrüstung kaufen, beziehungsweise ihr habt ja gesehen, hier gibt es auch noch Pets. Dann nehme ich mir, denke ich mal, auch gleich mal eins mit. Gut, das war's dann mit dem kleinen Mount Guide. Ich habe sonst nichts mehr weiter quasi für euch an Infos. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.